Der Swan ist eine großartige Übung, weil du sie üben musst. Beweglichkeit für die Brustwirbelsäule ist der Hauptfokus im Swan und das ist etwas, was wir alle brauchen. Beweglichkeit und Aufrichtung in der Brustwirbelsäule. Dazu ist wichtig zu wissen, dass die Brustwirbelsäule gar nicht viel Beweglichkeit hat. Ja, der größte Beweglichkeit ist in der Lendenwirbelsäule und in der Halswirbelsäule. Und deswegen ist häufiger beim Swan weniger mehr. Wenn du in der Bauchlage liegst und merkst, es ist unangenehm im unteren Rücken, könntest du versuchen, ein Handtuch, ein kleines gerolltes Handtuch, unter deine Beckenstachel zu legen, sodass diese Aufrichtung besser ist. Wie ist das für dich, Jenny? Lieber ohne oder mit? Mit. Mit. Wunderbar. Leg mal einmal deine Hände aufeinander und die Stirn auf die Hände erstmal. Und leg einfach mal ganz entspannt. Die erste Ansage, das erste, was du tust in der Bauchlage ist, du schiebst dein Schambein in Richtung Boden. Das sieht man hier sehr schön, dadurch wird die Lendenwirbelsäule länger und die Bauchmuskulatur wird automatisch aktiv. Also Jenny hat jetzt nicht den Bauchnabel irgendwo hingezogen oder den Bauch angespannt, sondern sie hat ihr Schambein in den Boden geschoben und dadurch ihre Bauchdecke aktiviert. Ein großer Fehler, entspann nochmal, ist die Po-Muskeln zusammenzukneifen. Und was dann passiert ist, dass die tiefen Muskeln gar nicht mehr mit im Boot sind, sondern die oberflächlichen Muskeln, kannst du dich entspannen, die oberflächlichen Muskeln übernehmen die Kontrolle sozusagen und die kleinen, die schlafen weiter. Aber wir wollen an die kleinen, tiefen Muskeln. Also nochmal das Schambein in Richtung Boden schieben, die Bauchmuskulatur wird aktiv, ohne hyperaktiv zu sein. Dann nimm mal deine Hände neben deinen Brustkorb und die Ellbogen sind relativ eng. Dann atmest du einfach mal ein und mit deiner Ausatmung denkst du dir dein Brustbein nach vorne und denkst vorne hoch und hinten runter. Dann bleib mal ruhig kurz so. Ja, jetzt sieht man hier, es ist eine wunderbare Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule und sie holt es nicht aus dem unteren Rücken. Und dann senk wieder nach unten ab. Die Hände liegen im Prinzip wie auf dünnem Eis, es ist keine Armübung. Ja, Schambein schiebt, genau, mache ich einfach nochmal, Schambein ist in den Boden hineingeschoben, die Ellbogen gehen tief, die Schultern rollen nach hinten, das Brustbein kommt nach vorne. Ganz häufig werden wir gefragt, wie atme ich denn jetzt hier? Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst mit der Ausatmung hochkommen in deine Brust, in deine Streckung. Dadurch hast du es etwas leichter, was die Kontrolle angeht, in deiner Bauchmuskulatur. Wenn du mit der Einatmung nach oben hochkommst, ist es für die meisten so, dass es sie etwas mehr und leichter in die Streckung bringt. Also beides ist möglich, beides hat einen unterschiedlichen Fokus. Häufigste Fehlerquellen sind die Po-Muskulatur zu fest, dann zu schnell zu hoch zu kommen. Mach das ruhig einmal, dass du zu hoch kommst oder, ja genau, dass man die, dann holt man es aus der Lendenwirbelsäule oder was häufig der Fall ist, ist, dass der Kopf in den Nacken genommen wird. Das ja, sieht vielleicht lustig aus, ist aber leider so, ja, dass man die fehlende Mobilisation in der Brustwirbelsäule, in der Halswirbelsäule irgendwie kompensieren möchte. Das Ziel wäre, eine gleichmäßige C-Kurve dann in dem gesamten Rücken. So, Jenny, mach mal deinen schönsten Schwan. Ja, ist ein kleines Stück hoch, wunderbar. Wenn sie jetzt noch ein bisschen höher kommt, dann hat sie eine wunderbare Streckung über die gesamte Wirbelsäule. Und wenn du dann wieder runterkommst, denk dich in die Länge und während du nach unten runterkommst, wirst du lang. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Versionen von Swan Back Extensions, die du alle bei Pilates and Friends natürlich in unterschiedlichsten Formen siehst. Aber das Allerwichtigste ist, achte auf deinen Rücken, deine Bauchmuskulatur ist aktiv, aber nicht hyperaktiv und so wird der Swan zu einer wichtigen Übung, die wir alle brauchen.